Hallo zusammen, ich habe hier eine Kühlbox von ARB. Funktioniert in der Regel. Und wir machen keine Reparaturen während der Sommerzeit. Sage ich gerade direkt, im September könnt ihr dann wieder kommen. Im November haben wir Betriebsurlaub und im Dezember haben wir 2 Wochen zu. Diese Box kühlt nicht über 230 Volt. Das Kabel war dabei. Wenn ich das Kabel, jetzt läuft sie hier, sie hat 7 Grad innerhalb von 10 Minuten. Wenn ich das Kabel hier einstecke und dann hier über das Kabel, was mitgeliefert wurde, einstecke, kühlt die Kühlbox nicht. Habe ich aus Gewohnheitsgründen mein Kabel genommen, dann kühlt die Box innerhalb von 10 Minuten runter. Viertelstunde auf die Solltemperatur, die sie haben sollte. Dies ist ein 230 Volt Stecker, vielleicht sehe ich es jetzt hier besser. Und hier wurde der Erdungspol abgesägt. Hier hat es 3 Pole. Ihr wisst schon, der das abgesägt hat, ich sag mal, dem sollte man vor dem Frühstück, nach dem Frühstück und zwischendrin auch noch ein paar Mal eins hinter die Ohren geben. Ich mache jetzt hier auf und dann sehe ich hier ein Gebastel. Ihr habt gesehen, ich kann das Kabel hier rausziehen und hier ist das schwarze und das weiße Kabel. Nee, ist irgendwie, hat das hier Verbindung. Also das heißt, am besten wegschmeißen, neues Kabel kaufen. Es hat mir wieder gezeigt, dass ich für Fremdgeräte keinen Service machen muss über in den Sommerzeiten. Ja, die Box läuft auch auf 12 Volt ganz schlecht. Ich schmeiße das Kabel hier rein und nehme das 12 Volt Kabel raus. Das Beste ist Geilste, was es wieder gibt. Ich habe hier den Standardstecker. Hier ist es zusammengebunden mit einem Draht. Das muss sicher ein Elektriker sein, sonst nimmt keiner einen Draht. Also hier habe ich jetzt eine Kabellänge von, ich sag mal, 1 Meter aufgewickelt. So. Also hier habe ich jetzt noch mehr. Und dann habe ich hier, bis hierher wäre es okay. Das war mal schon nicht so. Dann habe ich hier ein 1-Quadrat-Kabel, dann eine Lüsterklemme und dann so einen Zigarettenanzünder. Täglich Business. Täglich Besserwissen, Besserwissen. Oder Idioten, das kommt vom Griechischen, heißt der Unwissende. Wenn eine Kühlbox keinen Strom kriegt, funktioniert sie nicht. Es gibt zwar jetzt das 6. Kühlsystem, das ist das Habecksche Kühlsystem. Das spielt doch gar keine Rolle, wenn es nicht kühlt. Hauptsache das Bier ist kalt. Kommentarlos, überflüssig. Da rentiert sich nur, vielleicht ein Video zu machen und einem oder zwei zu erklären, dass er vielleicht seine Spannungsversorgung kontrollieren soll. Hier habe ich ein Video gemacht mit einem Azubi, einem Stift, das heißt Stift auf Lexikon, könnt ihr nachschauen, das ist in der Schweiz ein Auszubildender, aber im Lexikon steht die kopflose Niete. Es ist ein Stift. Nur, schaut euch das Video an von Max. Macht das, wenn ihr eine Kühlschrankbox habt und ich wünsche euch einen schönen Tag.